Die Menschen in Europa sorgen sich um ihre Zukunft, um ihre Arbeitsplätze, um ihre Renten, um die Zukunft ihrer Kinder. Europa muss alles tun, um soziale Stabilität zu erreichen, Hoffnung auf die Zukunft zurückzugewinnen. Dazu gehört, das ist eine wichtige Maßnahme, dass wir im Europaparlament klar machen, wir lassen uns nicht von anonymen Organisationen in New York in die Knie zwingen. Und die Regierungschefs dabei zu unterstützen, zu sagen, wir entscheiden über die Zukunft des Euros, nicht irgendwelche Ratingagenturen. Das ist eine Konsensfrage zwischen den anderen Institutionen, Kommission und Rat und uns. Aber es gibt auch eine Dissensfrage, nämlich die Frage, dass Europa ausreichend demokratisch legitimiert sein muss. Und deshalb muss die Gemeinschaftsmethode, die Methode, in der der Erfolg Europas bestand, nämlich die Kombination der Interessen großer, mittlerer und kleinerer Staaten in den Gemeinschaftsinstitutionen, dass das verteidigt wird gegen die Tendenz, direkte Interessen von Regierungen gegeneinander auszuspielen. Nicht jeder, der sagt, die EU ist in einem schlechten Zustand, ist ein Antieuropäer. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass die Leute, die Kritik an uns üben, das europäische Einigungswerk vom Grundsatz infrage stellen. Deshalb, ja, ich glaube, dass mit der klaren Ansage, auch mit dem Aufnehmen von Kritik und dem Umsetzen von Kritik in Konflikt zwischen den Institutionen, werden wir gewinnen und nicht verlieren.